24 hochmoderne Pumpen, eine richtig fette Druckrohrleitung und eine richtig coole Revision. Und somit herzlich willkommen in Pinzgau im Kraftwerk Diesbach. Und was da abgeht, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Unser Redakteur Markus Viertbauer besucht heute das Pumpspeicherkraftwerk Diesbach in Pinzgau mit der imposanten Druckrohrleitung. Kraftwerksleiter Daniel Gensbichler wartet schon auf ihn. Du, Diesbach ist ja ein ganz besonderes Kraftwerk. Was kann das alles und was sehen wir da alles bei euch? Ja, ist eine sehr besondere Anlage bei uns. Wir waren ja über lange Zeit von 1964 bis 2017 ein reines Speicherkraftwerk. Das heißt, da ist das Wasser oben im Stausee gesammelt worden, über die Turbinen abgearbeitet, da Strom produziert und das Wasser ist dann in die Saalach abgeflossen. 2017-18 haben wir dann die Anlage ausgebaut zum Pumpspeicherkraftwerk. Da haben wir eine sehr innovative Lösung gewählt und wir können da jetzt mit Einzelpumpen das Wasser aus dem Unterbecken entnehmen, wo wir es auffangen, wieder hinaufpumpen in den Stausee und dort oben zur späteren Nutzung die Energie einspeichern. Das schauen wir uns ein bisschen später an, würde ich sagen, aber ihr habt ja eine Revision, oder? Genau, das ist das Interessante. Bei uns findet gerade eine große Generatorrevision statt und ein Turbinenlaufradtausch. Das darf ich sagen, schauen wir uns drinnen ein bisschen genauer an. Wunderbar. Jetzt geht's hinein in die Maschinenhalle des Kraftwerks. So, da ist schon laut, da wird gearbeitet, schätzen wir tief, oder? Ja, Markus, da finden gerade die Revisionsarbeiten statt. Das, was man da hört, das ist ein Generator, der was noch in Betrieb ist. Und die zweite Maschine, die wird eben gerade revidiert. Das heißt, mit dem Generator erzeugen wir jetzt noch Strom jetzt in dem Moment, oder? Da findet gerade Stromproduktion statt, genau. Und den regelt ihr von da oder wird das von der Stadt Salzburg aus gemacht? Ja, das wird von der zentralen Einsatzleitstelle in Salzburg draußen geregelt. Da wird am Vortag ein Fahrplan erstellt für den heutigen Tag und der wird dann dementsprechend abgefahren. Das ist was? Das ist jetzt der Rotor von der Zwarermaschine, der was gerade ausgebaut ist. Okay. Das ist der innere Teil vom Generator, der im Normalfall rotiert. Das erinnert mich noch ein bisschen an den Physikunterricht. Lange ist her. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Weiter geht's zum Laufrad. Das sind unsere Laufräder. Das ist das Herzstück von der Turbine. Wir haben da Beltenmaschinen im Einsatz. Zweidüsige Beltenmaschinen. Das heißt, dieses Laufrad wird im Betrieb mit zwei Wasserstreuen beaufschlagt. Also die gehen genau da in der Mitte auf diese Schneide drauf. Da wird der Wasserstreuer gebrochen, die Kraft übertragen aufs Laufrad. Das eben antrieben und das Wasser fällt dann einfach nach unten weg und rinnt über den Unterwasserkanal ins Unterwasserbecken. Und dadurch, dass es genau da in der Mitte ist, kriegt man die meiste Power dann zusammen, oder? Genau, da ist einfach der Wirkungsgrad am besten. Man hat keine Schwingungen im System. Und von dem Laufrad wird eben dann über eine Welle die Kraft auf diesen Rotor übertragen, der was dann da zum Rotieren braucht wird. Das ist im Grunde genau das gleiche Stück, wie wir es da stehen haben, da zusammenbaut in Betrieb und da die zerlegte Version. Okay, auch interessant. Das sieht man nicht alle da, dass man reinschauen kann. Und das Teil, was wir jetzt gerade davon gesehen haben, das wird dann da eingebaut, schätzen wir tief, ne? Genau, wenn das da drüben fertig revidiert ist, dann wird das da wieder rübergekommen und dann da hineingefädelt. Alle 3 bis 6 Jahre wird eine Inspektion durchgeführt, alle 12 Jahre eine Revision. Im Kraftwerk Diesbach setzt man im Zuge der Digitalisierung auf modernste Innovationen. Wir haben bis jetzt eine zustandsorientierte Instandhaltung gefahren und sind da jetzt gerade am Schritt hin zur Predictive Maintenance, zur vorausschauenden Instandhaltung. Das heißt, erkennt man schon im Vorfeld, wenn irgendwas nicht rund läuft, kann man schon eingreifen quasi? Ja, genau. Bei so einem Generator wird ja sehr viel überwacht, seine Lagertemperaturen, Schwingungsverhalten etc. Und da haben wir jetzt in Zukunft Software im Hintergrund laufen, die das ständig auswertet und die da erkennen soll, einen Schaden erkennen soll, bevor er noch richtig auftritt. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch die Turbine an.
da wo eben die Kraftübertragung vom Wasser aufs Laufrad erfolgt. Das heißt, da kommt jetzt das Wasser vom Berg runter, 700 Meter schießt es aber und treibt nachher die Turbine an. Genau, da drin rotiert im Normalfall die Turbine. Da hinten, das Silberne, was man da sieht, das ist die Düsennadel. Die wird im Betrieb dann nach hinten gezogen und gibt da drumherum dann den Wasserweg frei. Das heißt, diese Düsennadel wird vom Wasser umströmt und dann kommt das Wasser eben da in einem konzentrierten Streu auf die Turbine. Mit einer Spannung von 10 kV gehen die Kabel der Generatorableitung nach draußen zu einem großen Transformator, wo die Spannung auf 110 kV transformiert wird. Von dort aus wandert sie dann ins Übertragungsnetz. Für Markus geht's jetzt in die heiligen Hallen vom Kraftwerk Diesbach. Hier befinden sich die 24 kleinen Pumpen, die das Kraftwerk so besonders machen. Also da sind wir jetzt quasi dort, wo das Wasser wieder auf den Berg aufgepumpt wird in den Straßen. Genau, das ist richtig. Da sehen wir jetzt unsere 24 Einzelpumpen, die jede einzeln angesteuert werden kann und mit denen wir das Wasser jetzt wieder durch die bestehenden Rohrleitungen auf den Berg aufpumpen können. Warum sind die jetzt wirklich so klar? Macht es nicht mehr Sinn, wenn man eine große da hergibt? Ja, das ist eben die Regelbarkeit. Gell? Also in dieser Größe sind sie mit Standardkomponenten, die man im Grunde von der Stange kaufen kann, noch sehr gut regelbar. Und wie viel Wasser können wir da rein aufhören wieder in einer Stunde? Ja, wenn wir Volllast fahren, dann ziehen wir da ungefähr 30, 32 Megawatt Strom aus dem Netz und wir pumpen 3,3 Kubikmeter Wasser in der Sekunde wieder auf den Berg auf. Also wenn wir jetzt mal zusammenfassen, Wasser kommt runter, wir erzeugen damit Strom, das kommt nachher in das Ausgleichsbecken, ins Unterbecken quasi. Ins Unterwasserbecken, genau, ja. Von dort aus wieder daher und auf. Und da wird es wieder raufpumpt. Wunderbar. Und das wird auch alles von der Bayerhammerstraße in der Stadt Salzburg vom Lastverteiler gesteuert? Genau, die haben eben einen Überblick über den momentanen Strombedarf und die regeln das dann so, wie sie es brauchen. Was macht ihr denn eigentlich so den ganzen Tag? Ja, also wir sorgen dafür, dass die Anlagen betriebsbereit sind, dass sie den Salzburg-Osten jederzeit einschalten, ausschalten können. Wir führen die täglichen, wöchentlichen Kontrollen durch. Es gibt da jede Menge Bescheidauflagen von der Behörde, was eben da alles zum Abdicken ist. Und das machen wir da vor Ort. Das Kraftwerk, wie es jetzt da steht, gibt es das noch ein zweites Mal oder ist es einzigartig? Also so viel wir wissen, gibt es das kein zweites Mal. Also die Idee mit diesen 24 Pumpen ist bei uns im Haus geboren worden, weiterentwickelt worden und da mit gewissen Partnern aus der Industrie dann so umgesetzt worden. Mei, sind wir gescheit, hä? Wahnsinn. Du cool. Schaust, gell? Mhm. Für Markus und Daniel geht's nach draußen zur Druckrohrleitung des Kraftwerks. Ja, unser Kraftwerk gehört ja hin und wieder mal putzt an, ne? Also darum habe ich jetzt das Fahrrad da schon in der Hand. Natürlich, wo sauber gearbeitet wird, wird auch ordentlich gearbeitet. Aber Spaß beiseite, das ist die Druckrohrleitung, oder? Das ist die Druckrohrleitung, die wir da jetzt sehen. Genau, da haben wir eben unsere 700 Meter Höhendifferenz, die du da siehst. Und da rauscht das Wasser gerade runter. Was ist am oberen Ende zu sehen? Das Bauwerk, was du da oben siehst, das ist die Apparatekammer. Da sind verschiedenste Sicherheitseinrichtungen installiert für die Leitung. Also wenn die Leitung ist ja ganz oben überwacht, musst du dir vorstellen. Und wenn da jetzt an der Rohrleitungsbruch passiert, dann wird das natürlich sofort detektiert. Und dann fallen oben die Rohrbruchklappen zu, dass da kein Wasser mehr nachkommen kann. Und Wartungsarbeiten werden da einmal mit dem Wagerl da quasi gemacht, ne? Mit der Seilbahn? Genau, da werden laufend Wartungsarbeiten gemacht. Mit der Seilbahn fahren wir einmal in der Woche zumindest auf. Letzte Woche zum Beispiel haben wir gerade Innenkontrolle von der Druckrohrleitung gehabt. Da steigt dann einer oben rein in die Leitung und wird oben gezählt. Und da ist wirklich einer drinnen dann in der Leitung, oder? Da ist einer drin, ja. Der hängt am Seil. Und wird da oben gesellt. Das ist ja ein Traumjob, was? Ja, ist ganz cool. Also manche haben das gern. Ja, Platzangst darfst du keine haben. Nein, Platzangst darfst du echt nicht haben. Und das ist aber auch schon ein bisschen das Wahrzeichen geworden, diese Druckrohrleitung kommt man vor von dieser Gegend, oder? Ja, man sieht es natürlich von der Weiten, die Leitungen. Und es ist ja schon ein imposantes Bauwerk. Ja, auf jeden Fall, ja. Cool. Du, dann sage ich danke auf jeden Fall für diese lässige Führung. Ja, bitte gern, Markus. In die Warte möchte ich noch ganz gern schauen. Ja, da gehst du einfach da oben ins Gebäude rein und da wartet der Georg auf dich. In der Warte wartet der Georg. In der Warte wartet das der Georg. Das passt gut. Danke dir. Servus. Ciao. Servus, bitte. Na dann, auf geht's zu Georg.
Die Warte ist der Hauptarbeitsplatz der Kraftwerkstechniker. Hier haben sie alles im Blick. Schön, dass du dich besuchen darfst. Ja. Grüß dich. Du, was ist da deine tägliche Arbeit? Was machst du da ganz genau? Ja, hier auf der Warte lässt sich bei uns alles überwachen und steuern. Die ganze Anlage ist da visualisiert. Und das heißt, wenn da irgendwas Auffälliges passiert, dann bist du der Mann, der dann das richten muss, da hinten, ne? Genau. Und da irgendeine Auffälligkeiten sind, dann müssen wir schauen, dass wir das beheben und dass das wieder funktioniert. Okay. Was sehen wir da jetzt ganz genau, wenn ich jetzt mal ganz salopp fragen darf? Also da auf die vier Bildschirmen sehe ich mal das Kraftwerk Diersbach, die Turbinen und die Pumpanlage. Und die zwei Bildschirme sind das Kraftwerk Bernberg. Das haben wir schon gelernt, dass quasi das Kraftwerk wieder von der Beihammerstraße in der Stadt Salzburg aus dem Lastverteiler eingeschalten. Mhm. Und ihr schaut jetzt eigentlich nur mal, dass es wirklich funktioniert, oder? Genau. Ja. Unsere Aufgabe ist, dass die Verfügbarkeit von der Anlage so hoch wie möglich ist. Okay. Für die Leitstelle. Dann bist du quasi der Wichtigste da. Darf ich sagen, gell? Das war also ein richtig spannender Tag hier im Kraftwerk Diersbach im Pinzgau. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger AG. Und wenn euch die Geschichte aus Diersbach gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder weitere spannende Geschichten von der Salzburger AG anschaut.